Quanten, guten Morgen, 9:09. Ja, nochmal, entspannten guten Morgen. 9:09, schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen. Caro, den wünsche ich Ihnen ganz besonders. Caro aus Friedrichshain, die hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben, weil sie ist total unglücklich in ihrem neuen Job. Hat sie gerade Anfang des Jahres begonnen mit vielen Hoffnungen und nun würde sie am liebsten alles hinschmeißen, möchte aber gerne von mir wissen, ob sie das tun sollte. Caro, die Antwort ist nein, tun Sie es nicht, zumindest jetzt noch nicht. Ich nehme dann nämlich auch Ihr Schreiben so als Anlass oder als Glaube daran, dass Sie noch nicht wirklich hinschmeißen wollen, sondern dass Sie nach dem Motto, sagen Sie mal einen Grund, besser als zwei, warum ich bleiben sollte, das vielleicht noch durchstehen könnten. Und das ist auch gut so, denn diese Gründe habe ich. Erstens, ich persönlich bin so ein Sicherheitsmensch. Ich mag die Bergsteigertechnik. Bedeutet, nicht unten den Fuß loslassen, bevor Sie nicht oben schon festen Griff haben. Soll heißen, nicht den Job schmeißen, bevor Sie nicht schon irgendetwas anderes haben. Zweitens, geben Sie sich nicht nur Zeit, sich an diesen neuen Job zu gewöhnen, sondern nutzen Sie diese Anfangszeit sehr strukturiert. Überlegen Sie sich ganz genau, schreiben Sie es am besten auf, machen Sie eine Liste, sprechen Sie es in Ihr Handy ein, treffen Sie sich mit Freunden, was eigentlich los ist, was Ihnen nicht gefällt. Ist es die Art des Jobs insgesamt? Oder ist es die Arbeitsweise? Könnte es vielleicht in einer anderen Firma besser sein? Oder sind es vielleicht auch die Mitarbeiter, mit denen Sie im Moment noch nicht klarkommen? Nehmen Sie sich diese Zeit, dann finden Sie heraus, ob Sie in diesem Job vielleicht doch noch eine Zukunft haben und wenn ja, was Sie dafür verändern müssen. Und falls Sie dann am Ende doch herausfinden, nee, das ist es nicht und hinschmeißen, wissen Sie dann für die Zukunft auch schon besser, wo Sie eigentlich hinwollen.